So, hallo mal wieder bei Monster Hunter Generations. Ja, ich nehme mal wieder auf. Moment, muss kurz gucken, ob das Mikrofon durch den Wind, das hier gerade rein, der hier gerade reinfließt, aktiviert wird. Er sieht nicht so aus. Okay, also, ja. Ich habe jetzt eine ganze Weile einfach nur Sammelquests gemacht. Akt 2 habe ich komplett abgeschlossen. Akt 2. Die 2-Sterne-Quests meine ich natürlich. Ja, da sind sie. Alles gemacht. Total gut, oder? Ja, das hat sehr lange gedauert. Und Akt 3. Die 3-Sterne-Quests sind noch schlimmer. Ja, soll es nachher 6 Seiten sein, angeblich. Ich habe jetzt 5 und da habe ich längst noch nicht alles gemacht. Ich mache jetzt erstmal Nian Kutku. Ich habe nämlich auch nur einmal auf, da gibt es noch eine zweite Quest mit Nian Kutku hier. Aber ich mache mal die mit dem Sprechbläschen daneben, damit ihr auch seht, was da passiert, was man da freischaltet, eventuell. Okay. Nehme ich die mal an. Gegessen habe ich schon. Falls noch jemand sich dafür interessiert, was für eine Rüstung das ist, also die vom Groß Macau. Ja, die hat eigentlich nur den einen Skill da. Aktiviert jetzt gerade. Ja, Luftherrschaft. Sammelfluss 1 ist von diesem Amulett, das man geschenkt kriegt, ganz am Anfang. Nur Luftherrschaft erhöht halt den Schaden durch Sprungangriffe. Früher in den Besetzungen als Cross-Trost, man stand auch, dass das Mountain leichter sei, aber anscheinend ist dem nicht mehr so. Oder es ist einfach nicht so wiedergegeben. Vielleicht ist es ein versteckter Effekt, keine Ahnung. Gut, ziehen wir mal los, würde ich sagen. Den garstigen Vogel eliminieren. Lokale Bedrohung. Überall greifen hier an Kutku die Menschen an. Gott. Eine Plage. Oh, schon ein bisschen rauen Hals. Ich hoffe mal. Oh nein, jetzt habe ich alle 99 Farbbälle eingepackt, die Idiot. Ach, egal. Toll. Mist. Ich noch 2 neue dazu bekommen können. Was ich irgendwie mal schon cool finden würde, wenn man einfach. Wenn, sagen wir, 99 schon den hat, dass dann einfach ein zweiter Stack angefangen wird oder sowas. Das wäre eigentlich ganz okay. Wo mag der nur sein? Ich würde ja tippen, dass der nicht in der 5 ist. Entschuldigung. Räusper. Hier so in den Grasebenen. Mal sehen. Ich hoffe es doch. Ne, das hier ist ja Raptoren. Da wird der halt rumhängen. Ist wahrscheinlich echt da links irgendwo. Mist. Ein riesen Umweg gehen. Und am Ende ist er doch in der Mitte. Psycho-Serum doch mit uns. Oh nein. Soll ich mal nicht viel gucken? Wenn ich schon hier bin. Kann ich eigentlich noch in die 5 gucken gehen. Ich glaube auch nicht, dass er da ist. Das wäre eher untypisch. Das ist wirklich so. Raptorengebiet. Na, so wird die Folge aber wenigstens ein bisschen länger. Ich habe heute wieder eine hochgeladen, die war noch 9 Minuten lang. Wobei das Rumgelaufen ja auch nicht so prickelnd ist eigentlich. Verdammt, ey. Ich hoffe, man bewegt sich nicht in der ersten Quest, wenn das die Quest das erste Mal macht. Ich weiß nicht, ob da eine Zwischensequenz kommt, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe. Aber ich denke, normalerweise wird. Oh, da ist er ja. Ja, kommt keiner. Ich denke, bei den anderen wird dann eine Zwischensequenz kommen. Oh. Ja. Wird ganz schnell getroffen, der Verrückte. Packen wir auf ihn ein hier. Oh oh. Zahngezogen ist immer mies. Nur mal hier schon auf den Kopf. Ich bin ja noch kaputt. Ich hab jetzt schon ein paar Mal mit der Katze gemacht. Also in so. Als Invasion Monster auf Sammelquests. Und da ging ja eigentlich auch relativ flott. Sollte jetzt kein Problem sein. Steh auf, Schurke!
Eieiei. Ich muss direkt nur erreichen, damit ich meine Energieentladung auf und einsetzen kann. Oh nein. Meine Switch zieht immer. Ach nee, ist Energieladung. Also, ja, okay, ich kann nicht genug chargen. Ich hatte immer noch diesen einen Skill drin, dass ich diese Axtattacke mache mit der Mega-Entladung am Ende. Also ist auch okay. Laden wir direkt mal hier, da greifen wir auch einmal kurz an und so ein Seitwärtszug. Du bist gleich im Schwert, aber du hast glaube ich ein bisschen höhere Affinität. Für kurze Zeit. Aber genau weiß ich das auch nicht mehr. Okay. Oh, der Spuk wird vor. Oh nein! Tu es nicht. So. Hup. Ruhe. Ruhe. Und er ist paralysiert. Ich werde nicht so klug. Ich muss mal kurz nachladen. Das ist der Effekt von meiner Switch-X, wenn die sich mit Schwerten ist, dann kriegt die Paralyse. Oh nein, er fliegt weg, der Ganova. Aber er hat ja einen Farbball auf sich. Gut. Er soll sich nur beeilen. Er fliegt nach unten. Die 2. Auf ihn mitgebrüllt. Oh Mann. Da fliehen sich schon alle, die Herbivoren. Knutschala. Ja, ich sehe nix. Blöder Baum. Ah, nicht spam. Ich wollte echt versuchen, die Schulter mit Hass zu spam. So, da haken wir einfach durch, das schaffen wir schon. Gut. Man versucht, das bisschen Entladung in seinen Kopf zu setzen. Mensch, daneben. Fein. So, Lava, nachladen. Schnell, schnell, schnell. Einmal auf den Zeh gehauen. Ah, oh, da hat er eine Orange angelegt, der ist gleich tot. Stirb. Er fliegt weg. Verdammt, nein. Oh Mann. Zu übel mit dem Jan Kutku. Der hat wirklich auf der. Wobei jetzt geht es eigentlich noch. Schenk mal im nächsten Gebiet. Ups, dann wird er sterben. Und die 4 aufgestützt, dass ich. Na gut, das ist ja nicht allzu weit. Ja, ja. Der Jan Kutku. So. Man sieht aber schon schläft, ich bezweifle es ja. Ne. Voll mit seinem Ruhegebiet, glaube ich. Schöner Finisher, oder? Das Hauptziel wurde erfüllt. Velkaven. Ja, jetzt höre ich gerade ein. Was ich auch mal hätte einpacken können, wären vielleicht Spitzhacken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Mega-Spitzhacken schon kaufen kann. Aber das ist manchmal echt ärgerlich, wenn man als Jäger unterwegs ist und da nicht jatzen kann. Wobei ich mit den Katzen schon genug gefarmt habe, was das angeht. Es geht so ab. Ich liebe es, das haben sie wirklich gut gemacht mit der Katze. Ich hoffe mal, es wird im nächsten Monster übernommen. Zum Farmen sind die perfekt. Und überhaupt für Sammelquests sehr angenehm das Ganze. Wo man einfach viel schneller unterwegs ist das. Als Jäger. Optimal geschmacksneutral. Geschafft. Die erste Quest für heute. Die heutige Aufnahmesession. Alles einpacken. Monsterfleet. Gut. Nur ich glaube, ich gehe noch kurz zu den Katzen gucken, so mit Miaus der Hand das. Ich muss das auch mal. Oh, nice. Angriff plus 3. Ja, dann ist das auch mal mit drin. Dun 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 dun.
Ja. Da gibt es ja auch diese geheimen Gebiete und so weiter. Mir fehlen ja noch solche Käfer und stygischen Sinnokre. Die kann man da ergattern, wenn man das richtige geheime Gebiet entdeckt. Und dann kann ich mir einen epischen Hammer bauen. Vielleicht zeige ich den mal in der nächsten Folge. Das kann man auch aus der Hütte heraus machen. Das wäre jetzt wahrscheinlich schneller gegangen. Das Gebiet ist nicht so groß. Ich denke, das lädt schneller. Die Miaunzähler sind zurück. So, ja, sieht man schon. Muss ich mit der Kanone so in die Nähe von diesen Feldern schießen. Die Geheimgebiete sieht man nicht. Es sei denn, so eine Katze fliegt da drüber. Dann sieht man es kurz. Und dann muss man die halt da platzieren. Das ist ein viel kleineres Feld als die gerade da zu sehen sind. Ich mache es vielleicht jetzt direkt nochmal, damit man es mal sieht. Was haben wir da für Reste? Was ist das für ein. Was war das? Holzrelle. Und gucken wir mal, ob wir das im Geheimgebiet haben. Als ich angefangen habe, das mit Mjaunzahn zu machen, hatte ich ja direkt voll die Serie. Aber seitdem ist lange Zeit kein Geheimgebiet mehr, leider. Mal sehen. Schon wieder nichts. Ich denke, die Käfer kriegt man dann in der Tundra. So, nichts Tolles dabei gerade. Stinkküpfer. Ach, keine Ahnung mehr. Was soll denn hier? Biffpilz, Brillantkäfer. Ne, aber schon mal das hier. Krähen. Die leveln auch, glaube ich, ganz gut. Ich bisher das sehen konnte. Bin alles schon ein bisschen gelevelt. Jetzt nicht super schnell, also so komme ich hinterher zu den Questen und Katzen, aber. Oh nein, ich habe mir aus Versehen eine kaputte Katze eingepackt. Muss ich gleich wieder rausschmeißen. Na, die kommt weg. Oh mal Maya dafür mit. Oder Waffel, lieber Waffel. Wow, Waffel ist erst Level 2. Erkundung starten. Ja, und die Farben, die müssen auf den. Man müssen nicht unbedingt, aber man kriegt mehr, wenn die Farben im Hintergrund der Katzen zu den. Zu den Blasen da nachher passen. Da haben wir jetzt zum Beispiel zwei graue, die sind neutral, glaube ich. Und dann halt die rote da und irgendwie die orange, ne? Mit dem Tetsu. Gucken wir mal, wie das hinkommt. Ja, das war schon eher schlecht. Also. Ich will lieber die Monsterteile, ehrlich gesagt. Und dreimal im Monstergebiet. Weißt du, ich krieg dreimal Teil von dem. Sehr schön. Na gut, dann verabschiede ich mal an dieser Stelle hier. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.